Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin Batman. Kann man doch erkennen, ne? Ich habe ein Cape um. Ja, den Gag mache ich jetzt in jedem Video, solange wie ich dieses tolle Cape um habe. Nee, das ist gegen die Mücken, dass die mir wenigstens am Rücken nicht durch das dünne Merino-T-Shirtchen hier durchstechen. Außerdem, es ist ein ganz, 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 ganz kleines bisschen kühl und man will sich ja auch nicht verkühlen und so ist es eigentlich ganz angenehm. Es ist erstaunlich, wie viel so ein Schemeck, wenn man sich einfach nur so um die Schulter schmeißt, schon an Wärme bringt. Also es ist jetzt nicht so viel, aber es ist erstaunlich, wenn man bedenkt, wie dünn diese Dinger sind und ja, dass man eigentlich davon ausgeht, das würde überhaupt nichts bringen. Gut. So viel zum Vorgeplänkel. Nachdem es ganz, 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 ganz viel auf meinem Kanal diskutiert wird und mir eingefallen ist, dass ich schon ganz lange kein ganz viele Daumen runter bekommendes Meinungsvideo mehr gemacht habe, könnte ich das ja eigentlich mal wieder tun, um mal wieder ganz viele Daumen runter zu kassieren und bitte genügend D-Abos, dass ich wieder unter die 6000 Abonnenten komme, weil das überfordert mich, diese ganze Verantwortung für so viele Leute, das ist ja furchtbar. Und deswegen mache ich mich jetzt unbeliebt. Thema Waldrecht. Also unsere diversen Waldgesetze jetzt einfach mal so als großes Ganzes betrachtet. Dazu wollte ich mal ein paar Stellungnahmen bzw. einfach meine Meinung abgeben. Also dieses Video enthält wirklich nichts anderes als meine Meinung. Ich habe dazu nichts nachgelesen. Da gibt es in 99% der Fälle auch nichts nachzulesen. Und bin ja auch nach wie vor kein Rechtsexperte. Habe mich mit dem Waldrecht inzwischen zwar ziemlich intensiv auseinandergesetzt, aber kein Juristenwürstchen oder ähnliches. Liebe Juristenwürstchen, das ist ganz sympathisch gemeint, dieser Begriff. ich finde Juristen übrigens durchaus interessante Menschen, nur um jetzt nicht verklagt zu werden. Also im positiven Sinne, die sind schon speziell, so wie Psychologinnen. Psychologinnen auch sehr speziell, ja. Egal. So, kommen wir endlich zum Thema. Was wollte ich Ihnen jetzt eigentlich erzählen? Kurze Denkpause. Gut, legen wir los. Ich setze jetzt mal als bekannt voraus, dass ihr so grob wisst, wie das mit dem Waldrecht funktioniert. So beispielsweise die Sache mit dem Zelten darf man nicht, übernachten schon. Also allgemein einfach übernachten. Das Schlafen im Wald ist nicht verboten, aber das Zelten. Wenn man also irgendwie anders im Wald schläft als mit einem Zelt, dann ist das erlaubt. Zum Beispiel sowas setze ich jetzt mal als bekannt voraus. Natürlich wisst ihr sicherlich auch, dass man kein Feuer machen darf, es sei denn, man hat eine Genehmigung oder die ganz, ganz, ganz eine winzig kleine Ausnahme von Niedersachsen im Winter, die ich auch in meinem entsprechenden Feuervideo erwähne, mit der man aber ganz vorsichtig umgehen muss. Ja, das sind so Sachen, die ich jetzt einfach mal als bekannt voraussetze. So, und jetzt ist es ja so, dass mindestens oberflächlich betrachtet und eigentlich auch in der Tiefe es durchaus Dinge in unserem Waldrecht gibt, also in unserem Waldrecht für Waldbesucher, muss man eigentlich das Ganze nennen, weil das Waldrecht umfasst auch so Dinge wie, was ist ein Kahlschlag, was darf ich forstwirtschaftlich im Wald machen und was nicht. Das sind eigentlich so die Dinge, die viel eher angewendet werden bzw. relevanter sind für eine größere Personengruppe, als ob man im Wald pennen darf oder nicht. Das interessiert ja nach wie vor bloß eine vergleichsweise kleine Gruppe von Leuten, nämlich uns, die wir das hier jetzt sehen. Und ja, also so richtig, richtig, richtig viele Menschen setzen sich mit dieser Gesetzeslage auch nicht auseinander. Das spielt auch nochmal eine Rolle eben fürs Zustandekommen der entsprechenden Gesetzeslage. Wir hätten zum Beispiel wahrscheinlich auch keine Chance, in irgendeiner Form eine Petition zusammenzubekommen, die, wie viel muss man haben, 50.000 Unterschriften zusammenkriegt, um da irgendwie in irgendeiner Form anzustoßen, dass über EU-Recht vielleicht eventuell an unserem Waldrecht was geändert werden würde. Das ist ein... Ja, ich kenne mich da auch nicht ganz genau aus, wie das jetzt mit diesen Petitionen funktioniert. Da gibt es irgendwie so eine Möglichkeit. Oder war das deutschlandweit? Ja, keine Ahnung. Aber das spielt für uns keine Rolle, weil wir zu wenige sind. Was ja auch wiederum gut so ist, weil die aktuelle Gesetzgebung einem schon fast alles ermöglicht, außer Sachen mit Feuer, wenn man sich an ein paar Sächelchen hält und hier und da auf ein bisschen guten Willen stößt.
Wenn man nicht auf guten Willen stößt, dann kann man immer noch relativ viel machen, aber das ist dann schon wieder ziemlich eingeschränkt. Und so gesehen kann ich auch jede Kritik eben am Thema verstehen und auch Leute verstehen, die sich darüber aufregen, weil diesen guten Willen, den muss man sich quasi erfragen. Man muss mit jemandem vorher sprechen, wenn man im Wald erweiterte Vorhaben durchführen möchte. Für ein einfaches durch den Wald laufen, irgendwann abends beschließen, so hier penne ich jetzt, den Schlafsack auf den Boden schmeißen, vielleicht im Sommer, wenn es wirklich ganz, ganz warm ist, vielleicht noch eine Isomatte drunter und unter den Sternen, beziehungsweise dem Laub und den Sternen darüber übernachten. Sowas ist wirklich überhaupt kein Thema, solange man das jetzt nicht im Naturschutzgebiet macht oder halt irgendwo mitten im Wildschweindickicht, was auch aus sicherheitstechnischen Gründen einfach keine gute Idee ist. Es ist auch nicht erlaubt, aber es ist auch so keine gute Idee. Von daher, finde ich, beißt sich das gar nicht. Aber sowas wäre zum Beispiel problemlos möglich. Relevant bzw. zu einem Hindernis wird das Waldrecht, unser Teil des Waldrechts, dann, wenn wir wirklich was Größeres vorhaben. Was Größeres meint Feuer oder Hüttenbau, Lagerbau. Das sind die beiden wesentlichen Knackpunkte, wo es wirklich Einschränkungen durch eben das Waldrecht gibt. Und das werde ich an anderer Stelle auch nochmal ganz ausführlich publizieren. Ja, ich habe publizieren gesagt. Ich mache kein Video, ich publiziere das. Beispiel. Wir wollen uns ein Lager in den Wald bauen. So, jetzt ist es generell nirgendwo im Gesetz verboten, sich ein Lager in den Wald zu bauen. Und da das Schlafen im Wald, beziehungsweise der längere, der zeitlich unbegrenzte Aufenthalt im Wald erlaubt ist, das kann man auch schon wirklich so sagen, dass das wirklich erlaubt ist. Es ist nicht nur geduldet, es ist erlaubt. Man darf sich zur Erholung im Wald aufhalten, solange man möchte. Da gibt es einfach keine zeitliche Begrenzung, das ist nicht vorgesehen. Und das Sitzen in einem Lager und dort vielleicht ein bisschen schnitzen, Tee kochen oder was, das kann man definitiv sicherlich als Erholung klassifizieren. Insbesondere das Schlafen. Wenn Schlafen keine Erholung ist, dann was dann? Demzufolge, das ist schon in Ordnung. Das Problem ist jetzt, dass das Übernachten in einer richtigen, selbst errichteten Hütte wahrscheinlich als Zelten gleichzusetzen ist. Also wenn das eine relativ massive Konstruktion ist. Die Rechtslage ist da immer noch nicht eindeutig geklärt, aber es reicht auf jeden Fall aus, dass wenn das jemand mitbekommt, der Autorität hat, also der Förster oder ein Ranger, auch am Rande von einem Naturschutzgebiet hat so ein Ranger schon so einen gewissen Spielraum, was er darf und was er nicht darf. Ganz, 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 ganz unwahrscheinlich ist der Fall, dass theoretisch auch der Jagdpächter vielleicht ein Wörtchen sagen dürfte unter ganz bestimmten Bedingungen, ist aber eher unwahrscheinlich. Also jedenfalls, wenn man in sowas dann pennt, sind die Chancen, dass man dann aus dem Wald geschmissen wird oder vielleicht sogar noch ein Bußgeld zahlen muss, weil man quasi gezeltet hat, beziehungsweise es dazu kommen könnte, dass es tatsächlich mal ein Verfahren wegen dem Übernachten in einer selbstgebauten Hütte im Wald gibt und wir dann auch mal ein Urteil hätten, das eventuell sagt, dass man das nicht darf, was definitiv schlechter ist als die aktuelle Ist-Situation, die nämlich bloß besagt, dass man es wahrscheinlich nicht darf und es wahrscheinlich in etwa mit Zelten gleichzusetzen ist. Aber eben noch mit dem wahrscheinlich, und wenn es mal zum Urteil kommt, dann wäre es mit Sicherheit mit Zelten gleichzusetzen. Liegt einfach daran, dass der Aufwand des Aufschlagens, also des Bauens so einer Hütte quasi mit dem Aufwand zum Aufschlagen eines Zeltes zu vergleichen ist. Und so eine Hütte ist halt auch eine mehr oder weniger ziemlich geschlossene Umhüllung, die auch ein festes Tragegestell hat und stellt quasi eine Behausung in dem Sinne dar. Zelt ist nirgendwo so genau definiert, aber man darf auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass eben ein sehr stark geschlossenes Tarp, das man wirklich an allen Ecken zu Boden zieht und nur ein ganz kleines Guckloch offen lässt, auch schon eben als Zelt gelten wird, obwohl es keinen Boden hat. Weil die weit verbreitete Meinung, dass ein Zelt dann kein Zelt ist, wenn es keinen Boden hat, das ist Käse, das spielt keine Rolle. Soweit ist man sich relativ einig in der Szene der Leute, die sich eben mit diesem Waldrecht auseinandersetzen. Ist alles nicht 100%ig eindeutig, möchte ich nochmal betonen. Nichts
von alledem ist 100%ig eindeutig. Das ist wahrscheinlich auch Absicht, dazu komme ich dann noch. Ja, also das wäre der eine Grund, weshalb so ein Lagerbau rechtlich durchaus fragwürdig ist. Der zweite Grund, weshalb ein Lagerbau rechtlich fragwürdig ist, ist, dass man dafür ja Holz einsammelt, woraus man sein Lager baut. Und das darf man schlicht und ergreifend in gar keinem Fall. Also es gibt Bundesländer, in denen ist das Sammeln von Holz unter 10 cm Durchmesser. Ich glaube, das war in Sachsen oder... Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich. Also die beiden Länder sind auf jeden Fall relativ liberal, was das Sammeln von Holz angeht. Das darf man da im Allgemeinen schon, sofern es halt kein super großes, super tolles, wertvolles Holz ist, das für den Besitzer, also demjenigen, dem der Wald gehört, einen wirtschaftlichen Nutzen hat. Das darf man nicht, aber anderes kleines Holz sammeln, das darf man schon. Dass man das aber explizit darf, ist eben nur in diesen beiden Bundesländern so. In den meisten anderen Bundesländern darf man Holz nur im Rahmen der Erlaubnis des Bundesnaturschutzgesetzes sammeln, das da besagt, dass man eben Pflanzen, Kräuter, also Wildkräuter, auch Farren, was auch immer, auch Gräser, Blumen pflücken, also ein Zeug, das darf man alles bis zur Größe von einem Handstrauch. Also wirklich so ein Sträußchen, und in dem Zusammenhang darf man sich auch vom Baum, sofern es kein forstliches Nutzbaum ist, also man darf sich zum Beispiel von der Buche keinen Ast absägen, von der Hasel schon, weil eine Hasel hat keinen wirtschaftlichen Nutzen, eine Buche schon. Und ja, eben da ist die Entnahme eines Astes, auch wenn der schon ziemlich groß sein kann und definitiv nicht die Größe eines Handstrauchs hat, in so gesehen. Aber sowas ist damit auch noch abgedeckt. Das ist okay. Also man kann sich einen Wanderstock aus dem Wald von einer Hasel absägen, wenn man das nicht jeden Tag macht. Also mal so hin und wieder. Das ist immer so im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Und gerade auch eben diese Regelung mit dem Handstrauch, das ist Absicht, dass das ein bisschen schwammig ist. Es gibt ja auch Leute mit großen Händen und Leute mit kleinen Händen. Und damit die Leute mit kleinen Händen nicht gemobbt werden, dürfen sie unter Umständen einen Handstrauß nehmen, der für sie schon kein Handstrauß mehr ist. Und die großen Leute mit großen Händen dürfen auch nicht gemobbt werden, wenn sie einen Handstrauß nehmen, der für sie noch ein Handstrauß ist, für andere Leute aber schon nicht mehr. Und also es ist schon alles etwas verworren und man darf da ganz viel diskutieren. Was man übrigens nicht tun sollte, wäre das Ganze dann mit dem Förster, der schon schlechte Laune hat, der einen gerade im Wald bei was Fragwürdigem erwischt hat, dann das Diskutieren anfangen. Das ist dann der schlechte Ort dafür. Sowas kann man aber super am Lagerfeuer bei irgendwelchen Treffen von unsereins besprechen und ähnliches. Ja. Aber das ist eben das zweite Problem beim Hüttenbau, um nochmal zurück zum Thema zu kommen. Es ist halt eben nicht erlaubt, einfach Holz zu sammeln für den persönlichen Zweck und schon gar nicht dickes Holz. So ein paar Zweigchen, die da dürr am Boden rumliegen, je nach Bundesland, ist selbst das eigentlich nicht erlaubt. Eigentlich ist das Sammeln von jedwedigem stabilen Holz, das man für den Hüttenbau verwenden könnte, schon in manchen Bundesländern grenzwertig im Bereich Diebstahl anzusiedeln, weil das gehört ja jemandem. Dafür wird man jetzt natürlich noch nicht bestraft. Allerdings ab gewissen Mengen gibt es sehr wohl Holzdiebstahl und das wird dann irgendwann auch durchaus verfolgt und geahndet. Wer also Pech hat und jemanden, der da miese Laune hat, erwischt und bei dem in dem seinen Wald, zum Beispiel auch jetzt gerade eben beim Privatwald, wäre das ein Fall, wenn der Waldbesitzer eben so ein soll's ja geben, ein mürrischer Milchbauer, der vom niedrigen Milchpreis frustriert ist und der dann noch jemanden hat, der im Wald mit sämtlichem Holz, was da am Boden rumliegt, was der Bauer selber haben wollte, um damit, keine Ahnung, den Kamin anzuheizen, sich irgendeine Hütte in den Wald baut und dann noch nicht so amused ist. Das wäre zum Beispiel vorstellbar. Und der hätte dann sehr wohl die rechtliche Möglichkeit, einen da ein bisschen in den Hintern zu treten, wenn man sich da einfach das Holz einsammelt, was da so rumliegt. Also das ist die große, große rechtliche Hürde, weshalb Hüttenbau nur mit Einverständnis des Waldbesitzers funktioniert. Man muss ja dafür Holz sammeln und das darf man nicht in größeren Mengen. Eben nur diesen Handstrauch. Und dieser Handstrauch bezieht sich ja eigentlich auch nur auf Äste, die man vom lebenden Pflänzchen abgeschnitten hat. Wenn man also seine Hütte aus... ja, mit täglich einem Strauch voll dünner Äste baut, das wäre in Ordnung.
Nur übernachten darf man dann immer noch nicht drin. Und im Übrigen geht das Recht des Nicht-Zeltens übrigens so weit, dass schon das Aufbauen eines Zeltes vermutlich als Zelten zu betrachten ist. Und damit wäre, wenn eine Hütte einem Zelt gleichzusetzen ist, das Aufbauen einer Hütte auch schon Zelten, obwohl man gar nicht drin pennt. Aber das ist schon die Hardcore-Auslegung. Gut, an diesem Beispiel wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen herbeiführen, wie scheiße kompliziert unser verdammtes Waldrecht für uns Outdoorer eigentlich ist und was man da alles beachten kann, muss, sollte. Und deswegen verstehe ich auch wirklich gut, dass sich da viele Leute drüber aufregen und gerne nach Alternativen gesucht wird. Und jetzt die nächsten zwei Teile dieses Videos werden so ablaufen, dass ich A, mal ein bisschen versuche zu erklären, warum das Waldrecht meiner Meinung nach, und das ist nur meine Meinung, ich kann das nicht beweisen, das ist Spekulation, so ist, wie es ist. Und im nächsten Teil möchte ich einfach mal die bisher genannten möglichen Alternativen, die man vielleicht mal politisch umsetzen könnte, nennen. Zu letzterem, selbstverständlich bräuchte es dafür irgendjemanden, der ein Interesse daran hätte, sowas politisch durchzuboxen. Soll heißen, wir alle, die wir meckern, ich eingeschlossen, müssten uns dann eigentlich mal eine Lobby schaffen, eine möglicherweise sogar Partei gründen, dazu kommen wir aber gleich noch ausführlicher, um das dann politisch umzusetzen. Also jetzt, warum ist das Waldrecht so, wie es ist? Meiner Meinung nach ist es absolut Absicht, dass vieles wie Auslegungssache aussieht, weil wenn es tatsächlich mal zu einem Fall kommt, dass jemand, der das Recht vertritt, also im Regelfall der Förster, jetzt sagen wir einfach mal, es wäre der Förster, jemanden auftritt, der gegen das Recht verstößt, ist das immer ein kleiner Einzelfall. Es wird niemals in einem so komplexen System wie dem Wald vorkommen, dass es da irgendeine Musterbuchlösung geben wird. Es spielt nämlich halt eben zumindest dann beim Bemessen eines Strafmaßes eine Rolle, ob derjenige, der zum Beispiel ein Feuer angezündet hat, das bei Waldbrandgefahrenstufe jenseits von Gut und Böse gemacht hat oder eben bei Waldbrandgefahrenstufe 1, also kein Waldbrandrisiko. Das spielt zumindest beim Strafmaß eine große Rolle. Man darf auch bei kein Waldbrandrisiko trotzdem kein Feuer machen, rechtlich gesehen, aber eben in der Bemessung des Strafmaßes spielt es eine Rolle. Und wichtig, es spielt selbstverständlich auch dann eine Rolle, wenn da ein Mensch und ein Mensch zusammentreffen, weil die haben beide kein bayerisches oder welches Waldgesetz auch immer dabei und können das exakt nachlesen, sind beides keine Juristen. Und in so einem Zusammentreffen ist es eigentlich gut, wenn man einen gewissen Auslegungsspielraum eben hat. Das gilt insbesondere natürlich für die Sache mit dem Übernachten. Ist das jetzt nun ein Zelt, was ich hier aufgebaut habe, oder ist das bloß ein Tarp? Ist eine Hängematte, die ganz dicht mit einem Tarp quasi verspannt ist und damit also auch ein sehr, sehr, sehr dichtes Konstrukt aufbaut, ist das jetzt nicht vielleicht eventuell auch schon ein Zelt, allein wegen dem enormen Aufwand, den man hat, bis das alles hängt und installiert ist und so weiter und so fort? Also vermutlich nicht, aber eventuell könnte es jemand so sehen. Da haben wir halt eben diesen Auslegungsspielraum. Ein ganz, ganz oft diskutiertes Beispiel ist ein Biwaksack mit Gestänge, also so ein komfortabler Biwaksack, der quasi schon so ein Miniaturzelt darstellt, eigentlich. Ist das ein Zelt oder ist das noch ein Biwaksack? Weil auf dem Papier steht, das Ding heißt Biwaksack. Aber es hat ein Gestänge und eine Umhüllung und ist ein geschlossenes System. Das ist im Prinzip ein Zelt, meiner Meinung nach. Für mich ganz eindeutig ein Zelt. Jemand anders könnte das anders sehen. Und das gilt selbstverständlich eben auch für den jeweiligen Förster vor Ort. Und ja, deswegen finde ich es eben gut, dass das solche Wischiwaschi-Regelungen sind. Weil unser Eins kann sich im Zweifelsfall, ohne sich gleich furchtbar schlecht zu fühlen, auch mal über die eine oder andere Regelung bis zu einem gewissen Maß hinwegsetzen oder sie einfach großzügig auslegen, sagen wir es mal so. Und darf sich dann trotzdem relativ sicher sein, dass er dann wahrscheinlich nicht bestraft wird. Mal ganz davon abgesehen, dass es selbstverständlich auch immer eine Rolle spielt, zumindest im Kopf,
dass man einfach nie erwischt wird. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wie oft wurden wir schon erwischt? Die allermeisten von uns noch nie, ich auch nicht. Beziehungsweise erwischt, überhaupt Besuch bekommen, überhaupt eine Autorität gehabt, die einen im Wald mal angetroffen hat. Ist mir noch nie passiert. Außer ich habe sie vorher angerufen und solche Sachen. Das natürlich schon. Aber jetzt so, wenn ich einfach so mal draußen bin, ohne irgendjemand vorher Bescheid gesagt zu haben, was man ja auch normalerweise eben nicht braucht, da habe ich auch noch nie jemanden getroffen, der da in irgendeiner Form was von mir gewollt hätte bei meiner nächtlichen Aktivität im Walde. Und das spielt halt eben auch einfach nochmal eine Rolle für die ganze Sache dabei, dass man... Ich glaube, das ist ein. Für mich ist das ein Service am Waldbesucher, dass man sich so ein bisschen zurechtlegen kann, dass man diese Option hat. Es gäbe zwei Alternativen zur aktuellen Wischiwaschi-Gesetzeslage, nämlich die Variante hart und die Variante Freedom. Und die Hart-Variante wäre halt dann einfach das, was in vielen anderen Ländern unserer Bevölkerungsdichte gilt, sofern man sich gerade nicht mitten im Irgendwo befindet. Privatwald ist erstens mal Privatwald und darf nicht betreten werden, weil einer Privatperson gehört. Und damit wäre beispielsweise in Bayern die halbe Wald, nee, noch mehr als die Hälfte der Waldfläche, glaube ich, gar nicht zu betreten. Da müsste man sich also vorher ganz exakt informieren, ob man in diesem Wald jetzt den Weg verlassen darf oder nicht. Und in vielen anderen Bereichen Deutschlands haben wir auch ganz viel Privatwald. Ich glaube, Bundeswald ist die Hälfte des Waldes Privatwald. Oder war es ein Drittel? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber selbst ein Drittel ist ja auch schon viel. Wenn ein Drittel sämtlicher Waldflächen statistisch gesehen nicht betretbar wäre, müsste man sich wirklich regelmäßig überlegen. Und es kann einem ja auch passieren, dass man abseits eines Weges aus Versehen, ohne eine Ahnung davon zu haben, weil man den Grenzstein nicht sieht, beziehungsweise danach auch nicht sucht, es sind übrigens meistens welche vorhanden, könnt ihr mal drauf achten, von einem Staatswald in einen Privatwald wechselt, beispielsweise. Also durchaus diffizil und schwierig. Das wäre die eine mögliche Verschärfung. Und dann käme noch dazu, man könnte natürlich auch gleich sagen, der Wald ist Wirtschaftsraum, was er primär ja auch wirklich ist, und darf zu Zwecke der Erholung zwar auf Wegen betreten werden, aber generell nur auf Wegen. Es gibt Regionen, da ist man kurz davor, wegen dem Erholungsdruck auf den Wald sowas halt eben durchzusetzen. Das lässt das Waldgesetz übrigens auch zu, dass man das eben temporär für bestimmte Regionen so regelt, dass da ein generelles Wegegebot gilt. Und ein Fall, wo es kategorisch immer so ist, ist Schleswig-Holstein. Da ist zumindest nachts das Verlassen der Wege verboten, weil die einfach so wenig Wald haben, dass das, was an Wald da ist, einen besonderen Schutz braucht. Und der wenige Rückzugsraum, den die Wildtiere da haben, eben nachts dann auch wirklich unbedingt frei von jedermann gehalten werden muss. Das gilt auch für den Jäger übrigens. Also das ist wichtig, bevor sich jetzt jemand ungerecht behandelt fühlt. Das gilt für jeden. Niemand darf im Wald die Wege verlassen nach Einbruch der Dunkelheit. Ich glaube, die Regelung ist auch wirklich nach Einbruch der Dunkelheit. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Weil generell darf man ja jagen bis 1,5 Stunden nach Sonnenuntergang. Also das wäre beispielsweise Möglichkeiten, wie man das Ganze noch verschärfen könnte und uns quasi damit sämtliche Aktivitäten zunichte machen würde, weil wenn wir den Weg nicht verlassen dürfen, den Waldbestand als solchen nicht betreten dürfen, dann können wir da auch überhaupt nichts bushcraften, survivalen oder sonst irgendwie. Damit wäre das ganze Thema quasi verboten. Alles, was man nur irgendwie machen kann, außer wandern auf dem Weg. Punkt. Und jetzt gibt es halt eben noch die Freedom-Variante, von der ich auch überhaupt kein Fan bin, dass die dann heißen würde, man versucht in einem Land wie Deutschland, und auch wenn wir ein Land von Meckerern sind und ich der Meinung bin, man sollte nicht zu viel meckern, bin ich sehr davon überzeugt, dass es bei uns jede Menge Leute gibt, die dann Scheiße bauen würden, wenn man ihnen wie in Schweden das Recht geben würde, in der Natur quasi fast mit deutlichen Einschränkungen eigentlich, die weiß nur keiner. Alles zu tun, was man denkt, was man da tun darf. Jetzt gibt es die Theorie, dass in so einem Fall immer noch nur die wenigen Leute, die daran auch ein Interesse haben, im Wald pennen würden. Und es gibt die Theorie, dass dann halt auch die Partyfreaks, die mal eben nur schnell mal Besäufnis im Wald machen möchten, das dann auch tun könnten.
und das halt eben auch zunehmen würde. Man kann spekulieren, was eventuell zutreffen würde. Was aber auf jeden Fall dann so wäre, ist, dass man die Sanktionsmöglichkeit nach deutschem Recht größtenteils aus der Hand geben würde. Der Förster hätte also nur noch sehr, sehr, sehr eingeschränkt die Möglichkeit, jemanden, der dann mal randaliert, aus dem Wald zu schmeißen. Klar könnte man jetzt natürlich auch irgend so eine Klausel einbauen, wie ob nun jemand stört oder nicht, obliegt dem rechtlichen, dem Organ vor Ort, dem Polizeibeamten, dem Förster, was auch immer, da jetzt gerade irgendwie eben kontrolliert und so weiter und so fort. Denkbar wäre sowas auch, aber für mich ist es ein Vorteil, dass vieles eben so ein bisschen in der Grauzone oder Auslegungssache ist, eben dadurch, dass damit auch demjenigen, der sich im Wald im Prinzip richtig verhalten möchte, es gibt ja auch viele, denen ist das einfach scheißegal, die ganze Gesetzeslage, dann hat sich das sowieso erledigt. Die werden dieses Video auch nicht gucken, denke ich mal. Aber für denjenigen, der sich eigentlich richtig verhalten möchte, dienen die Gesetze, dadurch, dass sie vorhanden sind, auch so ein bisschen einfach als moralisches Dingens im Hinterkopf, das einem sagt, dies und das und sel und jenes, selbst wenn du nicht erwischt wirst, solltest du eigentlich nicht machen, weil eigentlich ist verboten und dafür müsste es ja eigentlich auch irgendeinen Grund geben. Und das ist auch wirklich so, dass sämtliche Dinge, die ja aus irgendwelchen Gründen verboten sind, ich kann euch bei allem, was verboten ist, sagen, warum das verboten ist und weshalb das auch durchaus sinnvoll ist, wenn es in höherem Maße stattfindet. Wenn mal einer durch die Gegend rennt, durch einen riesigen Wald, von Nord nach Süd, durch den Schwarzwald und jeden Abend ein Feuer macht, dann ist das egal. Wenn das 100 machen, dann ist das nicht mehr egal. Und das ist halt immer eben dieses Problem. Sagt man, es dürfen alle machen und geht davon aus, dass es einfach nicht alle tun, dann ist ja alles wunderbar, aber es könnte halt eben passieren, dass es doch alle tun. Und dieses Risiko, wer trägt das? Das ist immer so das, was mir da sauer aufstößt. Bei einer Jedermann-darf-es-Regelung, wenn man die einführen würde. Einfach, das Potenzial ist ja vorhanden, dass dann ein neuer Trend entsteht und wirklich ganz viele Leute auf die Idee kommen, das jetzt alles in Deutschland auszuprobieren. Es ist nämlich schon so, da gab es mal eine Untersuchung mindestens zu, dass für viele Leute, die gerne im Wald sind, die Gesetzgebung eben sehr wohl eine Rolle spielt. Das sind jetzt natürlich Leute, die generell gerne im Wald sind, jetzt nicht unbedingt Leute, die da auch drin übernachten, also keine Bushcrafter. Es gibt überhaupt keine Untersuchungen zu Bushcrafter, bald vielleicht eine, aber aktuell null.